Moin, willkommen in Hamburg-Horn. Heute zeige ich euch Ansichten vom Bau der U-Bahn U4. Vom Bahnhof Horner Rennbahn aus wird eine Strecke mit zwei Stationen gebaut, Stoltenstraße und Horner Geest. Ihr werdet in diesem Video keinen einzigen Zug sehen, dafür aber jede Menge Baustellenbilder. Dieser erste Standort liegt hinter dem Einkaufszentrum. Hier sehen wir in die Richtung nach Billstedt, also dorthin, wo die vorhandene Strecke der U2 weiterführt. Wir sehen über die Straße Hermannsthal in die Mansardstraße. Die nächsten Aufnahmeorte liegen entlang der Mansardstraße. Nahe der Stoltenstraße gibt es eine öffentliche Querung über die Baustelle. Bei der Leginstraße können wir in die Baugrube für die Endstation Horner Geest hineinsehen. Allerdings erschweren die vielen Aussteifungen die Sicht.
Noch ein Blick nach unten in die Baugrube. Das Streckenende wird hier nördlich der Mansardstraße liegen. Damit sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.